Ganz oft erlebe ich es, dass mich Leute fragen, wie hast du nur das hinbekommen? Und meine Antwort ist dann ja mit Numbers. Und die Gegenfrage, was ist Numbers? Ja, Numbers ist eigentlich wie Excel. Oh. Ja, und das ist eigentlich ziemlich schade. Es gibt so viele da draußen, vielleicht gehörst du ja auch dazu, die sozusagen Excel-geschädigt sind. Excel, das ist das Programm für Nerds. Excel ist so ein ganz spezielles Programm. Das brauchen nur ganz wenige. Zehn Tipps möchte ich dir in diesem Video zu Numbers mit auf den Weg geben. Einerseits für die, die ganz neu sind, um so ein bisschen Lust und Hunger auf Numbers zu machen. Und für die, die schon ein bisschen länger bei Numbers dabei sind, um vielleicht die Bubble, die man ja so hat, ein bisschen erweitern zu können. Um Funktionen kennenzulernen, die man eben nicht auf dem Schirm hatte. Los geht's. Tipp Nummer 1 hat weniger etwas mit der Verarbeitung von Zahlen zu tun. Nein, mit Numbers kannst du auch ganz toll ja, das Programm so ein bisschen zweckentfremden, so dass automatisch ein Dokument mit Inhalt, mit Textinhalt gefüllt wird. Und wenn ich jetzt hier einfach mal sage, okay, gut, der wunderbare Peter Lustig, der da hier vier Punkte gesammelt, da hat er einen Punkt gesammelt, da zwei, da drei. Da wieder 5, hier wieder 2 und hier wieder 5, ist ja ganz egal. Dann füllt sich hier oben, wie du gesehen hast, oben links das Formular entsprechend der Sätze, die hinter der jeweiligen Bepunktung stehen. Und wenn ich eben Dutzende von Schülern habe, wo ich entsprechend so vorgehen muss, dann ist das einfach extrem zeiteffizient. Hier einfach nur mal auf die Schnelle, in welche Richtung das Ganze geht. In diesem Dokument hier habe ich einfach ebenfalls eine Tabelle und diese Zelle hier bezieht sich mit einem Befehl auf diesen Tabellenbereich. Und zwar mit dem Befehl S-Verweis. Und ich werde natürlich auch gerne mal im Detail zeigen, wie man sowas aufbaut mit solchen Befehlen. Tipp Nummer zwei bezieht sich hier auf dieses Dokument hier. Wenn du von vornherein schon weißt, dass du ein Dokument in einem Tabellenprogramm in Numbers am Ende auf einem Blatt Papier auf einem DIN A4 Format haben möchtest, dann kannst du das natürlich über die Druckfunktion irgendwie hinfriemeln, aber das ganze geht auch ein bisschen ja mit Unterstützung und zwar ganz einfach, habe ich jetzt hier, wie du sehen kannst, ein Rechteck und dieses Rechteck ist im Pinselmenü Einfach erstmal auf die Größe, auf die Millimetergröße von einem Blatt Papier eingestellt, also 210 mm in der Breite und 297 in der Höhe. Ganz wichtig: hier für diese Form ist dann auch noch Proportionen beibehalten aktiviert. Und wenn das eben so ist, dann kann ich jetzt einfach hier dieses a 4-Format entsprechend so groß ziehen, dass ich sage: Okay, das passt mit meiner Textgröße, bzw. ich. Macht es auf die Größe, dass ich sage, in diesem Bereich habe ich dann auch meine Textgröße passend drin und kann dann alles in diesem Format anpassen. Und wenn ich jetzt das Ganze drucken möchte, dann lösche ich einfach hier dieses Rechteck, weil es stört mich ja sonst beim Druck. Dann gehe ich hier oben einfach auf diesen Pfeil, gehe auf Drucken und dann habe ich das Ganze, wie du hier sehen kannst, schon mal schön alles im Format von DIN A4. Tipp Nummer 3. Du musst kein Formelexperte in Numbers sein, um in Numbers auch schon mal etwas hinzubekommen. Und zwar gibt es in Numbers schon vordefinierte Formeln, die sich intelligent auf das beziehen, was das Programm denkt, was du brauchst. Zum Beispiel verwende ich äh, ja, meine ganze Notenverwaltung, dazu verwende ich Numbers und das ist jetzt einfach mal so ein Beispielausschnitt, wie es das Ganze aussehen kann. Und für genau diese Spalte hier, da möchte ich ganz unten in meiner ähm, Abschlusszeile, da möchte ich einfach den Mittelwert haben von diesen Noten. Und es geht eben ganz einfach. Du tippst einfach hier dann in diese Zeile entsprechend oder in diese Zelle entsprechend rein und aktivierst hier das... Ähm, diese Zellenoption. Und wenn du das machst, dann findest du weiter unten, wenn du runterscrollst, hier vordefinierte Formeln. Ne? Summe, Mittelwert, Minimum und so weiter. Ja, und wenn ich jetzt auf Mittelwert tippe, dann erkennt das Programm automatisch, dass ich unten eine Abschlusszeile habe und oben zwei Titelzeilen. Das zeige ich dir gleich, wie du das einstellst, denn das braucht einfach das Programm, um zu wissen, worauf es das Ganze bezieht. Du markierst deine Tabelle, gehst in das Pinselmenü rein, dann auf den Reiter Tab Tabelle und hier kannst du im Bereich Titel und Abschlusszeile einfach das, das aktivieren, was du brauchst und wenn ich zum Beispiel hier die Titelzeile Nochmal um 1er Höhe, dann passt sich die Formel automatisch an, ja, auch wenn er Zahlen vorhanden sind. Die Titelzeile wird für diese automatische Formel Mittelwert nicht berücksichtigt. Und hier findest du übrigens auch das Fixieren der Titelzeilen und Spalten. Tipp Nummer 4. Was ist, wenn du eine Formel brauchst, diese aber noch nicht kennst? Dann hast du eigentlich ein doppeltes Problem, denn A, du weißt nicht, wie die Formel in Numbers heißt und du weißt auch nicht, wie du diese Formel in Numbers anwenden musst. Keine Panik, genau darauf ist Numbers vorbereitet und bietet dir so viel Hilfe an, damit du etwas anwenden kannst und verwenden kannst, wovon du eigentlich vor Sekunden noch gar keine Ahnung hattest. Und das ist wirklich genial. Das zeige ich dir gerade mal. Zum Beispiel möchte ich für diese Zelle eine Formel. Haben. Na gut, dann rufe ich eben den Formel-Editor auf und hier geht es schon los. Wenn ich jetzt hier für die rechte Zahl daneben runden möchte, dann ist natürlich das Schlagwort runden und genau so gehe ich immer vor. Ich überlege mir, welches Schlagwort trifft für das zu, was ich haben möchte. Dann gibt man hier einfach mal das ein und du siehst schon, wenn ich allein schon R eingebe, dann siehst du hier eine ganze Reihe an Befehlen, die mit R anfangen. Ja, und Runden wird hier schon vorgeschlagen, also tippe ich auf Runden und dann geht es weiter. Numbers will genau von dir wissen und zeigt es dir an, was es eben jetzt braucht bzw. was du hier eingeben möchtest. In dem Fall möchte es eine zu rundende Zahl. Ja gut, das ist die da hier. Und es möchte wissen, wie viele Stellen. Kinderleicht. Ich möchte auf 0 Stellen runden. Enter. Und dann kann ich damit natürlich weiterarbeiten, na, ganz im Stile von einer Tabellenverarbeitung, dass ich die Formel automatisch nach unten hin fortführe. Das ist aber nicht alles, denn es gibt natürlich Befehle, die sich nicht so leicht mit einem Schlagwort herausfinden lassen. Aber auch hier ist was drauf gewappnet. Wenn du hier in den Formelmodus reingehst, dann findest du unterhalb von der Eingabe ein F von X. Und wenn du da drauf tippst, dann bekommst du nach Kategorien geordnet die ganzen verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in den Bereich Referenz reingehe und hier mal runter scrolle, dann sehe ich schon, welche Befehle es so gibt. Und hier hört es nicht auf, wenn ich zum beliebten S-Verweis hier gehe. Hier drauf, dann kann ich hier auf das I drauf tippen und bekomme zum S-Verweis eine absolut ausführliche Anleitung, also wie ein kleines Tutorial mit Hinweisen, mit Beispielen, verschiedenen Anwendungsbeispielen und ganz unten auch Befehle, die genau mit diesem Befehl etwas zu tun haben, also die du vielleicht auch in Verbindung damit brauchen könntest. Mega cool. Und auch hier wieder, wenn ich natürlich S-Verweis als Befehl hier auswähle, dann bekomme ich natürlich wieder die komplette Messlatte an Eingaben, die hier Numbers von dir braucht. Tipp Nummer 5: Markiere die ganze Tabelle und dann gehst du auf das Pinselmenü unter den Reiter Zelle und dort siehst du irgendwas unter bedingte Markierung. In dem Fall Regel kombinieren, weil ich habe diese Regel eben nicht für die gesamte Tabelle, sondern nur für bestimmte Bereiche, aber ich lösche die jetzt einfach mal nochmal diese ganzen Regeln. Für die komplette Tabelle, die ich jetzt gerade ausgewählt habe, möchte ich eine bedingte Markierung hinzufügen und zwar im Bereich Zahl. Wenn die Zahl größer ist als 4, dann soll das Ganze rot gefüllt werden. Zack, ausgewählt und du siehst die ganzen Zahlen, die größer als 4 sind, sofort markiert. Fertig und du siehst, ich kann noch weitere Regeln hinzufügen und das Ganze entsprechend anpassen. Tipp Nummer 6. Da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche. In meinem Fall mit so einem Notenbuch sozusagen ist ganz klar, wenn ich jemanden, einem einzelnen Schüler, die Note zeigen möchte oder die Noten, die er so erreicht hat, dann kann ich ihm natürlich nicht die Ansicht geben, wo alle Schüler zu sehen sind. Und da gibt es eine richtig coole Funktion. Ich kann mir zu dieser Tabelle eine spezielle Ansicht ausgeben lassen, die ganz automatisch generiert wird. Und zwar. Wähle ich hier einfach diese Tabelle aus, weil zu der möchte ich das haben, dann gehe ich in den Tabellenbereich rein und wähle Formular erstellen. Wenn ich das mache, dann wird genau zu dieser Tabelle für jeden einzelnen Zeileneintrag, also für diese 29 Schüler, wird jetzt eine einzige Ansicht ausgegeben, wo man alle, in dem Fall alle Noten sehen kann und ich kann einfach hier weiter durchtippen durch die einzelnen Schüler oder hier in der Seite einfach hier so durchscrollen. Und das Coole ist, ich kann dann, wenn ich sehe, ah, der äh, Peter 3, den möchte ich hier in der Tabelle sehen, dann tippe ich hier oben auf diese Tabelle und ich komme genau zu ihm hin. Oder ich möchte hier unten die Petra 4, dann wähle ich diese Zeile aus, gehe auf, dieses, auf diesen grünen Button Zeile und tippe in Formularanzeigen an und dann gelange ich direkt im Formular zu dieser Position. Ach und übrigens, du siehst hier zum Beispiel die Zahlen bei der Jahresleistung, bei der Klassenarbeit, die ist so grau hinterlegt, das heißt, da ist eine Formel drin. Und alles, was hier ganz normal schwarz dargestellt ist, das ist eine manuelle Eingabe und ich kann die hier natürlich auch abändern oder entsprechend ergänzen. Tipp Nummer 7. Wenn du zum Beispiel für so eine Tabelle, in welcher du Finanzen auflistest oder irgendetwas anderes eine Ansicht filtern möchtest nach einer bestimmten Anzeige, dann bietet dir Numbers hier ganz viele Optionen an. Angenommen, ich möchte hier für diese Tabelle nur die Montage angezeigt bekommen. Ja, dann wähle ich hier einfach die Tabelle aus und verwende dieses Symbol neben dem Pinsel, also das mit den drei Strichen. Wenn du das auswählst, dann öffnet sich so ein Menü und du hast verschiedene Optionen. Diese Filter hier, die sind echt Gold wert. Ich kann jetzt den Filter hinzufügen und habe hier natürlich die einzelnen Spalten Wochentag, Datum, Beträge, ne, weil das ist eine Kopfzeile. Dann wähle ich Wochentag aus und kann jetzt hier einfach sagen, ich möchte hier bitte nur die ähm, Mittwoche zum Beispiel ja, oder auch die Freitage noch dazu haben. Und das Coole ist, wenn du diesen Filter aktiviert hast, dann kannst du den hier oben ganz einfach, ganz schnell auch wieder deaktivieren oder du kannst diesen Filter auch jederzeit wieder anpassen oder neue Regeln hinzufügen. Tipp Nummer 8. Bleiben wir gerade mal in dieser Filteransicht und zwar... Die Kategorien. Die sind ebenfalls mega genial. Wenn du jetzt zu einer ausgewählten Tabelle Kategorien hinzufügst, zum Beispiel für die Wochentage, dann switcht die Ansicht deiner Tabelle entsprechend um, dass du eben alle Sonntage gelistet hast. Und, oder eben noch die anderen Wochentage, die du auch ausblenden lassen kannst. Und du kannst jetzt hier, und das zoome ich jetzt gerade mal rein, Tipp Nummer 9. Du kannst dann hier in dieser Kategorieansicht auch zum Beispiel hier die Summe von allen Sonntagen eingeben. Ja, also ähm, über die Übersicht machen wir hier ganz schnell möchte ich jetzt die Summe haben, das wähle ich aus, zack, und dann habe ich die Summe von allen Sonntagen. Aber wenn du, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Quatsch, wenn du jetzt aber die Summe von den Quartalen haben möchtest, dann ist das ganz leicht möglich. In der Kategorie kannst du das entsprechend anpassen. Ja? Ich gehe jetzt hier auf Wochentag, kann auch nach Datum filtern und dann sehe ich, okay, im Januar habe ich 30 Euro ausgegeben oder eingenommen, wie auch immer, im Februar dann das. Und ich kann das Ganze natürlich auch noch anders sortieren, nicht nach Monat, sondern nach Quartalsbereichen. Ähm, ja. Und du siehst, die Summe entsprechend passt sich alles an. Und das ist auch nur eine Ansichtssache, <laughs> sozusagen. Denn du kannst das Ganze auch wieder einfach deaktivieren in der Ansicht und dann hast du deine ganz normale Stammtabelle mit all deinen Daten. Hier geht nichts verloren, hier wird nur etwas anderes angeordnet für dich. Tipp Nummer 10. Erfinde das Rad nicht jedes Mal neu. Das heißt, wenn du das nächste Mal eine neue Tabelle erstellst in Numbers, dann schau mal mit offenen Augen, welche Vorlagen hier schon geboten sind und vielleicht ist ja eine Vorlage dabei welche einen glitzekleinen Teil für dich parat hält, welchen du eben auch brauchst. Zum Beispiel hier in den Schulnoten. Wenn ich hier rein tippe, dann sehe ich, oh, da ist eine Formel, tippe ich da zweimal rein, dann sehe ich unten in der Formelzeile, da wird unter anderem der Befehl Summenprodukt verwendet und das ist der Weg zum Ziel. In diesem Fall zumindest. Übrigens hatte ich auch zu den anderen iWork-Programmen Pages und Keynote und auch zur Dateien-App fürs iPhone und iPad ein Video gemacht mit 10 Tipps. Schau doch unbedingt rein, vielleicht ist da was Neues für dich dabei.